Strahlenwaffenschaden. Würde ich Sterne behalten. Was ist das hier? Booster Modulator. Hilfsenergieeinstellung. Weg. Weg. Gefechtsimpulsantrieb. Weg. T-Tron. Weg. Okay. So, dann haben wir das. Dann mal ganz kurz. Wir haben hier Konsoletechnik. Das sind die da unten. Was machen die hier? Okay, die machen plus 24,4 Phaser-Schaden. Moment, war das Prozent oder was war das? Okay, ist alles Prozent hier. Okay, Kampfzonenversorgung, zack. Dann verkaufen wir die beiden hier doch. Brauchen wir nicht. So, dann schaut das ganz gut aus. Hier die Lithium veredeln noch. Und gut, dann beamen wir uns mal zurück aufs Schiff und machen die Türme noch. Und dann können wir mit der Mission weitermachen. Dann haben wir das auch erledigt. So, drei Personen hochbeamen. Dann Turmkontrolle hier zur Hauptmission machen. Ach du Schande. Kann ich jetzt nicht schon die Mission langsam annehmen? Geht das nicht langsam? Turmkontrolle. Muss ich, glaube ich, machen. Ich muss die Mission, glaube ich, einmal abschließen. Kann das sein? Turm der Verbündeten. Kontrolle insgesamt. Na, toll. Sehe ich das hier irgendwo, wie die Kontrolle gerade ist? Nee, ne? Manöverbonus. Aha. Ich setze einfach mal kurz Kurs auf die Türme. Schau mal. Ich glaube, die müssen wir einmal abschließen, die Mission. Ich könnte es überspringen, aber ich habe dann zumindest die Belohnung, nehme ich mit. Verbündete Streitkräfte haben den Kontrollraum des Wortgebietes erobert. Schildbonus für Verbündete aktiv. Kontrolllevel. Okay, ich fliege natürlich genau zu dem, wo wir die volle Kontrolle haben. Das ist sehr gut. Verteidigungsbonus. Ich fliege mal zu dem da unten einfach dann. Okay. Kontrolle insgesamt. Wird hier wohl irgendwo gerade alles eingenommen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo es ist. Also, Welten haben die Macher von STO echt gut drauf. Die sehen immer sehr cool aus. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Wenn jetzt die Entwickler von No Man's Sky sich hier nach ihren Vorteil, also sich so ein bisschen mal das Ganze angeguckt hätten, dann wäre die Welt bestimmt nicht so ganz dynamisch und eintönig. Also so einseitig meine ich. Ich kämpfe gerade gegen den Bollwerkschiff. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach mal. Und Feuer mit allem, was ich habe da drauf. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich glaube, ich mache dem Schiff relativ wenig Damage. Das sind auf jeden Fall ein paar Leute hier gerade. So. Quantentorpedos. Volle Streuung. So. Okay, kriegen wir doch ganz gut platt. So. Na komm, Feuer frei. Ah, der zieht mir ganz schön Energie ab. Ich muss das Schiff mal platt machen. Das nervt mich gerade ein bisschen, das Schiff. Also komm, Quantentorpedos, volle Streuung. Und los geht's. Der hat eine unglaubliche Schildregeneration, das ist unfassbar. Dafür sind wir alleine, muss man sagen, sind wir echt zu schwach. Da brauchen wir echt die Hilfe anderer Spieler immer. Weil dafür sind wir alleine echt zu schwach. Also wie man sieht, der Damage hält sich da etwas in Grenzen, muss man sagen. Man kriegt aber gute Items. So. Habe ich die Mission nicht langsam abgeschlossen? Erobern halten Sie die Türme und schließen Sie... was? Erobern halten Sie die Türme und schließen Sie Missionen ab, um die gesamte Kontrolle über das Gebiet zu erhöhen. Sobald die Gebietskontrolle 100% erreicht, findet ein Ereignis im gesamten Gebiet statt, das mit Belohnungen von bis zu 30 Dice-Marken belohnt wird. Naja, schauen wir mal.
machen wir jetzt einfach dann mal die Mission. Wie gesagt, ich könnte es überspringen. Wir machen es jetzt einmal, es sind ein paar Leute schon dabei. Wenn es jetzt fehlschlägt, dann überspringen wir es einfach. Ich muss was gucken. Verbündete, was müssen wir jetzt hier machen? Mission Geplänkel an der Rotfront. Wir haben eine Gelegenheit, die Russen in diesem Gebiet zu überraschen und ich möchte, dass sie diesen Angriff anführen. Ich werde verfügbare Schiffe zu ihrer Position leiten, sobald sie angekommen sind. Jagen und zerstören sie die Bootschiffe. Diese müssen wir in Zeiten von 5 Minuten akzeptieren. Okay. Machen wir einfach mal. Jo steht gerade im Chat. Ja, das stimmt. Man muss echt sagen, ne? No Man's Sky ist in der ersten Zeit, habe ich mir sagen lassen, ich habe selber nicht gespielt. Ich habe viele Videos gesehen dazu. Der Cooper hat es gespielt. Und ich muss sagen, jeder hat so nach einer gewissen Zeit das Gleiche gesagt. Die ersten Stunden mega lustig und danach, naja, ist es sehr einheitlich. Und Shift der Sovereign Klasse. Cool. Darum kam ich gerade drauf, weil hier ist alles sehr, keine Ahnung, man hat so verschiedene Karten, immer verschiedene Welten, verschiedene Missionen. Man hat immer so ein bisschen, naja, man hat immer ein bisschen was eigentlich. Immer was zu tun. Brustschiffe besiegen. Ja, wo sind sie denn? Hallo? Wo sind die? Jetzt habe ich eine Flotte hinter mir. Aber ich habe keine Schiffe. Hä? Muss ich jetzt hier patrouillieren oder wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ja, also ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hin muss. Ist gerade sehr spannend, muss ich sagen. Wir müssen Bootschiffe besiegen. Wir haben jetzt hier eine kleine Flotte hinter uns, was ich sehr toll finde, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo gibt es denn jetzt Schiffe? Aha. So, wie schaut's aus? Turmkontrolle haben wir bei 0% momentan. Das ist nicht ganz so toll. Turm der industriellen Einrichtung. Moment, den verlieren wir gerade. Wo ist der? Treffen Sie sich mit der Verbindeflotte in der Kampfzone. Okay, wir müssen jetzt hier in den Mittelpunkt. Und müssen die Wurzel aufhalten. Votflotte besiegen, 0 von 4, Dreadnought-Gruppe Alpha besiegen, Dreadnought-Gruppe Beta besiegen, Dreadnought-Gruppe Gamma besiegen, Dreadnought-Gruppe Delta besiegen. Ach du Schande, zum Glück habe ich hier Verstärkung. Ich habe Verstärkung, folgen die mir, das wäre super, wenn die mitkämpfen. Dann haben wir gleich ein bisschen Schiffchen. Wir haben die Kontrolle des Industriegebiets verloren. Passiert hier trotzdem noch was? Mission zum Industriegebiet verfügbar. Verbündete Grenzmission verfügbar. Hä, ich check das hier nicht. Ich hab das nie wirklich gecheckt. Ach hier. Kontrollturm. Natürlich der hinter uns, ist klar. Ach, da oben sind die Flotten. Kann das sein? Sind das die hier? Müssen wir die hier oben besiegen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nie gecheckt, diese Mission. Ich habe es wirklich nie gecheckt. Vor allem, wir sind so lang, beziehungsweise die Map hier ist riesengroß. Man sieht es vielleicht. Wir fliegen mit voller Impulsgeschwindigkeit und wir brauchen eine halbe Ewigkeit. Ach nein, bitte loot doch die nicht. So, Feuer frei. So. Alter, das wird mega lange dauern, bis wir das Schiff hier platt haben. Das wird ein Spaß. Guck mal die Schilde an, die sind noch fast vollständig hier. Es hat nur irgendjemand, glaube ich, Schilddurchdringung verfügbar. Hoffe ich zumindest, dass er Schilddurchdringung war. Und nicht einfach nur ein Klon oder irgendwas. Aber die Schiffe sind ganz schön gigantisch, muss man sagen. Die Wos können echt Schiffe bauen. Vor allem, das ist so ein Design hier von diesen Schiffen. Das wird dem Cooper sehr gefallen, weil da ist nichts, was irgendwie aus einem wegschießen kann, so gondelmäßig oder so. Sondern, ja, man hat halt einfach Hülle. Einfach viel Hülle. So, Bootflotten besiegen. 1 von 4. Okay, Dreadnought-Gruppe Beta besiegen. Ist erledigt. Oh, crap. Das tut ganz schön weh, was die hier machen. Machen ganz schön Damage, muss man sagen.
Also man muss fairerweise effektiv sagen, dass wir eigentlich, glaube ich, für diese ganze Gruppe hier, sag ich mal, ein bisschen schwach auf der Brust sind, glaube ich. Also ich glaube, wir müssen echt das Schiff noch ein bisschen weiter upgraden, beziehungsweise mehr an Upgrades reinstecken, an Waffen etc., damit es dann wirklich, ja, damit wir eine Challenge einfach sind für die ganzen Schiffe hier. Weil alleine zum Beispiel macht das gar keinen Sinn, hier zu sein. Alleine würden wir komplett einfach tüt und weg. So. Okay, ist jetzt nicht gerade sehr spannend. Außer der schöne Kampf hier. Kriegen wir aber alles hin. Zack, zack, zack. Okay, der ist schon kaputt. Mischi. Toll. Ist halt einfach nur vernünftig gebaut. Ich finde die Sterneflottenschiffe super. Ich mag dieses Design vor allem mit diesen Gondeln und alles. Ich mag das sehr. Ist eigentlich nicht schlecht. So, sind hier irgendwo Schiffe feindliche? Da hinten sind feindliche Schiffe. Wo ist die Citadel Dreadnought? Ich fliege mal da hinten hin. Ich weiß leider nicht, wo die Flotte ist. Man sieht das so schlecht hier, weil die Sensoren... Keine Ahnung. Es wird nur relativ begrenzt angezeigt alles. Und es sind noch zwei Dreadnought-Gruppen, sind noch verfügbar. Und ich fliege gerade hier den Spire hoch. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Wir haben den Kontrollturm im Morsgebiet verloren. Wir haben den Kontrollturm des Ödlands verloren. Sag doch einfach, wir haben die Kontrolle über alles verloren. Dann ist es zusammengefasst. Toll, ich komme und das Schiff ist schon kaputt. Glückwunsch. Alles schon kaputt hier. Das ist ja toll. Kann ich noch irgendwo schießen? Ich habe noch einen Haufen Sachen hier, einen Boost, die drauf, aber alle, die ich nicht mehr benutzen kann, weil bis ich hier runtergeflogen bin, ist das Einzige, was mich nervt in Star Trek Online, dass du nicht wirklich so nach unten fliegen kannst, dass das halt irgendwie so, keine Ahnung, doch sehr begrenzt ist alles. Dass man so langsam nach unten fliegen kann, das meine ich eigentlich. So, Eisensphäre. Okay, Oberkommando, tägliche Bonusmarken. Belohnung annehmen. Geil. Turmkontrolle. Habe ich jetzt nicht das nicht abgeschlossen? Episoden. Eisensphäre. Noch einmal spielen. Einflusssphäre, Kreise in Kreisen, Nachschubsphäre, umkämpfte Zone, Omega-Part, Turmkontrolle, rufen. Jetzt können wir es machen. Die Wurs wissen, dass wir diese Türme brauchen, aber wir brauchen sie mehr. Okay, hat gut geklappt. Punkte der Wurs sichern, Eskalation. Ich mache das hier mal zur Hauptmission machen. Was muss ich tun? Erkunden Sie den Delta-Quadranten. Hä? Ich check das gerade nicht. Warte mal. Moment, Episoden, Solan Dyson Sphäre. Warum habe ich das jetzt gemacht, dann, wenn es eh nicht geht? Rufen. Zurück. Eskalation in Arbeit, Turmkontrolle in Arbeit. Aha. Ja gut, Sekunde, machen wir, überspringen jetzt einfach. So, ein Schritt zwischen den Sternen, machen wir jetzt das einfach. So, ein Schritt zwischen den Sternen. Admiral, wir haben herausgefunden, dass die Dyson-Sphäre durch die Omega-Moleküle, die sie erschafft, zu einem anderen Punkt im Weltraum springen kann. Dies könnte für den Delta-Quadranten katastrophal sein. Wenn die Reaktion nicht perfekt abläuft, werden große Gebiete des Hubraums beschädigt und das Reisen in diesen Regionen wird fast unmöglich werden. Unsere Quellen berichten, dass die Wurs vorhaben, die Station zu übernehmen und mit der Sphäre zurück in ihren Raum zu springen. Dies können wir nicht zulassen. Melden Sie sich beim Oberkommando, Sie müssen das verhindern. Begeben Sie sich zum Dyson-Sphärenportal im Azur-Sektor des Beta-Quadranten und melden Sie sich beim Dyson-Oberkommando. Akzeptieren. So, machen wir es mal als Hauptmission. Ein Schritt zwischen den Sternen. Nein. Zur Hauptmission machen und dann können wir hier 20.000 Credits. Nee, da fliege ich hin. Wir müssen hier lang, glaube ich. Einfach mal hinfliegen mit vollem Impuls. Ach ja. Verbündete Streitkräfte haben den Kontrollturm des verbündeten Gebietes erobert. Verteidigungsbonus für Verbündete aktiviert. Sehr gut. Aber wir verlassen jetzt die Kampfzone.
Ich möchte, wie gesagt, dafür noch ein bisschen stärker werden. Dann können wir auch ein bisschen mehr leisten tatsächlich hier. Momentan ist es mehr so, naja. Wir sind halt da, aber auch so irgendwie, glaube ich, ein bisschen im Weg. So, verbündete Front. Achso, ich muss ein Stückchen fliegen dann. Sehr gut. So. Also mit den Türmen ergibt es schon noch mehr Missionen dann, die eigentlich alle relativ lustig sind. Und die man auch gut dann zusammen, zum Beispiel im Team und so weiter spielen kann. Es macht schon sehr viel Spaß. Aber alleine mit den anderen hier ist es halt so, naja, ist halt einfach so. Man ist halt einfach irgendwo, man farmt halt ein bisschen. Ist jetzt nicht, naja, was ich im regulären Let's Play machen wollen würde dann für YouTube. Das heißt, das werde ich dann offscreen einfach machen. Ich werde vielleicht einen Zusammenschnitt einfach machen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht nehme ich es auch gar nicht auf und spiele dann einfach so mit beispielsweise der Community, wie auch immer. Muss man mal gucken. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich vermute mal, ich werde es einfach so spielen dann im, mit den Leuten. Oder wir machen halt einen Special Stream einfach, wo es halt im Stream läuft, wo wir aber nicht aufnehmen, sondern einfach dann spielen und schauen, dass es Spaß macht. Das wäre die Idee. Und dass halt vielleicht noch zwei, drei Leute mal zugucken können, was es hier sonst noch so alles gibt und wie wir uns dann anstellen und wie der Hippie mit seiner USS Andromeda einfach explodiert. Das ist, glaube ich, auch sehr schön. Aber nochmal ganz kurz, man sieht zum Beispiel, wie groß diese Karte einfach ist. Ne? Hier ist das Bayer, da fliegen wir gerade hin, hinten ist das Kampfgebiet, hier ist das. Es ist eine riesige, riesige Karte einfach. Und Mission auf Grund. Nee, starte ich jetzt alles nicht. Das dürften, glaube ich, die Dinger sein hier. Die Werften. Da sind nämlich Schiffe drin zur Reparatur und die müssen wir, glaube ich, verteidigen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bin ich mir nicht 100%. Achso, Moment, ich muss da. Ich muss ja hier hin. Ich dachte, ich muss hier hinfliegen, aber ich muss dahin. Okay. Dann fliegen wir hier hin. So. Zone verbinden, Oberkommando. US Andromeda, wir können Ihre Unterstützung gebrauchen. Folgen Sie den Anweisungen von Subcommander Karl vom Oberkommando der Zone Verbündeten der Solandeisensphäre. Kontaktieren Sie das Oberkommando, wenn Sie weitere Anweisungen benötigen. Aha. Zwar findet das Minenfeld, dass Schiffe der Vos in großen Gruppen in das Territorium der Allianz einfallen, doch hin und wieder schaffen es die Vos, Kleinschiffe mit fortschrittlichen Tarnvorrichtungen durch das Minenfeld zu schleusen. Wir können mittels Tachyon Sondierungsfrequenzen getarnte Vos-Schiffe entdecken, doch müssen wir uns dafür in unmittelbarer Nähe befinden. Suchen Sie mit der Andromeda diese Zone nach versteckten Vos-Schiffen ab. Setzen Sie Kurs auf die angebende Position der Zone der Verbündeten der Solandeisensphäre und suchen Sie nach getarnten Vos-Schiffen. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Wollte ich das ernsthaft machen jetzt? Oder ich will das gar nicht machen eigentlich. Ich will die Mission jetzt gar nicht machen. Das ist irgendwie. Rufen. Einen Schritt zwischen den Sternen. Rufen. Viel Glück, Admiral. Was? Ein Schritt zwischen den Sternen. Hä? Geh zum Dice. Achso, geh zum Dyson-Oberkommando. War das hier? Nee, das war doch nicht hier, oder? Wo ist denn die wo ist denn der gelbe Punkt? Wo ist denn das Oberkommando? Oberkommando. Wisst ihr was? So, hinreisen. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich irgendwie nicht mehr hier weiter zu suchen. Jetzt teleportieren wir uns einfach hin. Dann geht's ein bisschen. Jetzt ernsthaft. Warum habe ich jetzt. Hä? Was? Hä? Was? Hier ist das Dyson-Fernportal. Ach, hier beginnen ein Schritt zwischen den Sternen. Ach so, jetzt. Okay, hier müssen wir weitermachen. Okay, jetzt habe ich es gecheckt.
Macht auch Sinn, warum wir denn hier hinkommen. Okay. Ein Schritt zwischen den Sternen. Es gibt eine Menge Aktivitäten hier im Oberkommando, Sir. Die gesamte Flotte scheint sich für etwas Großes zu sammeln. Die hohen Ränge treffen sich in einem anderen Gebiet. Unsere Befehle lauten, sich mit dem Chief Logistikoffizier zu treffen. Sprechen Sie mit dem Chief Logistikoffizier. Verstanden. Ich suche den Chief Logistikoffizier. Hallo. Lieutenant Logistikoffizier. Hallo. You're just in time. Please follow me to Subcommander Cole. Verstanden. Ich werde zu Subcommander Cole gehen. Man merkt übrigens so ein bisschen, ne? Wenn man das Spiel von Anfang an bis Ende ein bisschen durchspielt, dass sich am Ende die Missionen mit diesem Pfeilen zum Beispiel alles, dass es sich etwas, ja, ich sag mal, verändert hat. Beziehungsweise, dass natürlich die Entwickler so nach und nach viele Sachen auch anders gemacht haben einfach. Und das merkt man hier tatsächlich ein Stückchen. Und natürlich hat man bei so einem großen Spiel auch nicht die Zeit dann oder die Möglichkeit, alle alten Missionen anzupassen. Aber man merkt auch den Entwicklungsprozess ein bisschen. Hallo, Subcommander Carl. Thank you for reporting so promptly. Here is the situation. A Voth scientist has requested asylum, bringing with him information vital to our understanding of the sphere. We now know why it generates vast amounts of omega particles. It is designed to use those particles as fuel to jump to any area of space. There is a space station that controls the jumps in close orbit of the sphere's star. Aha, interessant. Fahren Sie fort. Admiral Tuvok from Starfleet was selected to lead a small team to the station to try to disable it. With him is Dr. Eric Cooper, a scientist who has been studying Dyson and Iconian technology. Something's gone wrong. 2 hours ago, we received a distress signal from Tuvok. Please use the console to download the signal. Afterward, I'd like to hear your opinion of the situation. Verwenden Sie die Konsole, um das aufgezeichnete Notsignal abzuspielen. Verstanden. Ich höre mir Tuvoks Nachricht an. Ach, da hinten. Hören Sie sich Tuvoks Notsignal an. Dann schauen wir mal. Joint Command, please respond. This is Tuvok. Sensors have detected a large Voth fleet moving toward the station. They have discovered us, and we have yet to complete our work. Communications with our ship are down. Our last contact with them indicated that they were having technical difficulties and may be forced to retreat to a safer location. I will be unable to stop a Voth advance without assistance. Notsignal anhalten und mit Subcommander Carl sprechen. Mhm. Der Angriff auf die Wurstflotte steht kurz bevor, Captains. Bitte kehren Sie auf Ihre Schiffe zurück. Aha. Okay, interessant. Tuvok and Cooper are stranded with an entire Voth fleet bearing down on them. I need you to fly to the station, rescue our team and finish the mission. Our fleet will engage the Voth to help keep them distracted. But to avoid detection, you'll need to fly roughly 100 kilometers above the surface of the star. Aha. Die Nähe der Sonne wird mein Schiff in Gefahr bringen, aber wir müssen tun, was die Mission verlangt. Auf keinen Fall, mein Schiff übersteht diese Bedingungen nicht. Wie wäre es mit einer Tarnvorrichtung? Hm. Ja. Ist natürlich klar, wir machen es auf jeden Fall. Ich hätte aber gerne Tarnvorrichtung. The Voth are actively scanning for ships approaching the station. They can detect our cloaked ships, which is another issue we're trying to solve. This is our best option. The star's magnetic field will make it impossible for most sensors to pick up your ship. With luck, your ship will not have to fly close to the star's surface for very long. Okay, ich fliege die Andromeda über die Sonne. Wie ist der Plan? Mir gefällt das nicht, aber ich fliege die Andromeda über die Sonne. Was nun? Die Andromeda hält es aus. Die Andromeda ist ein starkes Schiff, die hält es aus. Und hallo Ghost Booster, schönen guten Abend. So. Speak with the logistics officer assigned to brief your crew on the situation. With your permission, we can help your engineers set up a temporary modulation for your shield frequencies that should allow your ship to travel that close to the sun safely. Sehr gut, ich rede mit dem Logistikoffizier. So. Der ist natürlich wieder weggelaufen, ist klar. Ach nee, hier.
Hier steht sie. So, ich brauche eine neue Schildremodulation. Und hier ist mein Team. Krass. Die stehen alle hier mal außen. Wieso ist die hier? Wo ist der Koles? Warum bist du hier? Wo ist Koles? Du hast hier nichts verloren. Du hast deinen Platz auf der, keine Ahnung wo. Der Koles muss her. So. Greetings. Our engineers are working with your crew now to create a temporary modulation program that will help your shields protect your ship from the heat and radiation you will encounter on your way to the sun station. Your ship should be able to safely make the trip, but it won't be able to remain in orbit of the station. Wo soll die Andromeda hin, wenn ich auf der Station bin? We will need every available ship to fight the Voth. It would be best if your ship joined the fleet once you are aboard the station. Your goals on the station are to find Admiral Tuvok, assist him to shut down the Sphere's jump capabilities, and then retreat before the Voth fleet arrives. Do you have any questions? Wenn die Andromeda bei der Flotte ist, wie sieht dann unser Fluchtplan aus? Spannende Frage. Admiral Tuvok traveled to the station in a new starship, specifically designed to withstand the conditions there. The Dyson has reported some technical issues, but they should still be in transporter range. It will be standing by to assist you when you've completed your mission. Mhm. Verstanden. Ich kehre auf mein Schiff zurück. Wir sind bereit zu gehen, wenn Sie es sind, Admiral. Transporterraum, 5 Personen hochbeamen. Energie. Na, jetzt bin ich gespannt. Oh, schön. Okay, da oben kämpft die Flotte und wir fliegen hier ganz entspannt über die Sonne. Sehr gut. Die Andromeda hält es aus. Captain, wir nähern uns der Oberfläche des Sterns. Die Modifikationen unseren Schilden halten das Schlimmste ab, aber sie werden uns nicht für lange schützen. Wir verlieren bereits Subsysteme an die Hitze und die Strahlung. Wir können noch etwas weiter fliegen, aber wir verlieren mehr und mehr Systeme. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die kritischen Systeme verlieren. Die Andromeda wird standhalten. Setzen Sie Kurs auf die Station so schnell wie möglich. Ich wusste, das ist eine schlechte Idee. Setzen Sie Kurs auf die Station so schnell wie möglich. Ach, ist gar keine schlechte Idee. Die Andromeda hält es aus. Die Andromeda ist ein tapferes Schiff und hat eine tolle Chefingenieurin. Kriegen wir alles hin. Ist gar kein Problem. Oh, sehr viel Rot und Orange. Das wird super auf YouTube dann aussehen. Das wird fantastisch. Was? Hydrazingas? Wo ist Hydrazingas? Mal eben Kurs setzen auf das Hexafluoringas und hier ist noch irgendwo Hydrazingas. Ach, da oben ist Hydrazingas. Okay. Das hole ich mir eben schnell. Ich fliege mal schnell im Rückwärtsgang. Hätte ich gerne. Das ist nämlich sakrisch teuer, das Zeug hier. Also Hexafluoringas zum Beispiel kostet auch, glaube ich, so 20.000, 30.000 im Store. Ist nicht so billig. So, nehmen. Und voller Impuls. Dann das Hydrazingas noch. Weiß ich gar nicht, wofür ich das eigentlich brauche. Kann ich gerade nicht sagen. Aber ich nehme es trotzdem mit, wenn wir eh schon dran vorbeifliegen. So. Dann haben wir das. Hydrazingas. Sehr gut. Und da oben müssten irgendwo die Streitkräfte kämpfen. Krass. Also, wir haben einen riesigen Stern in der Mitte, da ist dann die Station, wir haben Omega-Partikel. Eigentlich haben wir hier alles dabei. Admiral Tuvok rufen. Wir können keine Verbindung zur Station herstellen, Admiral. Was für ein Glück. Erste Scans zeigen, dass die nahen Sonneneruptionen unsere Frequenzen stören. Toll. Wäre es für die Andromeda möglich, die nahen Sonneneruptions-Inhibitoren zu reparieren? Dies sollte den Kontakt zur Station ermöglichen. Sehr gut, wir reparieren die Sonneneruptionsinhibitoren und kontaktieren anschließend Admiral Tuvok. So, neu ausrichten. Das hätte USS Dyson ja auch machen können einfach. Aber nö. Es muss erst die Andromeda immer machen. Immer muss die Andromeda alles reparieren. So, der Strom für die Turbolift ist gerade ausgefallen. Schön. Ja, du müsst halt mal laufen, ein bisschen sportlicher werden. Schadet auch nicht.
Die Replikatoren sind jetzt offline. Ja, dann gibt's halt mal Notrationen einfach zu essen. Ist auch kein großes Problem. Ich fliege direkt durch eine Sonderoption gerade, möchte ich betonen. Ist sehr gut. Schilde halten offenbar. Oder auch nicht, die verlieren mich gerade ein bisschen Energie. Aha. Die Umweltsteuerung auf Deck 10 ist ausgefallen. Das gesamte Personal wurde evakuiert. Sehr gut. Wir sollten nun Admiral Tuvok rufen können. Station nach Überlebenden scannen. Machen wir mal. Your arrival is timely. The Voth are already on the station. I am with Dr. Cooper, but many of the other members of our team have been killed. Any assistance you can render would be useful. I recommend that you speak to your crew before transport. Your vessel will not be able to remain in range for long. Sprechen Sie mit Ihrer Mannschaft und beamen Sie sich zur Station. Verstanden, ich bin gleich da. Captain, das Schiff wird irreparablen Schaden erleiden, wenn wir so nah an der Sonne bleiben. Wir können uns zurückziehen, dringende Reparaturen durchführen und dann zur Flotte zurückkehren. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Unterstützen Sie die Flotte, während ich weg bin. So. Verstanden, Sir. Wir werden uns gut um die Andromeda kümmern, während Sie weg sind. Sind Sie für den Transport bereit? Ja, sind wir. Greetings. I am Admiral Tuvok. The man behind the crates is Dr. Eric Cooper, the Federation Science Council's expert on Dyson technology. Yes. Hello. I'm Dr. Cooper. Allow me to brief you on the situation, so we may determine the best plan of action. Main power is offline. I am not sure what caused this disruption, but the event was fortunate. The darkness is a distinct tactical advantage. There are manual overrides in each room. I have temporarily disabled the one between us and the Voth. Unfortunately, the Dyson's captain did not survive the Voth's initial assault. Was können Sie mir über die Station erzählen? Toll. There are two generator rooms that control much of the station's operations. The generator room to the south controls the power. The control room to the west, where the Voth are, maintains the station's jump capabilities. It is imperative we reach the west control room and disable it before the Voth jump this sphere back to their space. The release of the Omega particles needed for this reaction would be catastrophic. Wie viele Voths sind zwischen uns und dem Kontrollraum? Es klingt alles sehr einleuchtend. Ghost Booster, mal ganz kurz. Es ist ja schön, weil ich weiß, was kommt und alles, aber es gibt Leute, die kennen es noch nicht. Schreib doch bitte keine Spoiler in den Chat. Ich kenne die Mission. Ich weiß, was in der Mission kommt. Ich habe die schon gespielt. Aber bitte, 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 spoilert doch nicht die ganzen Sachen. Es gibt vielleicht Leute, die kennen es nicht. Ich habe die Mission schon gespielt, aber bitte hört doch auf zu spoilern. Also das ist, es gilt allgemein. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, ist das schön. Ich kenne es auch. Aber bitte, bitte, schreibt's doch nicht einfach in den Chat rein. Das wäre echt lieb, wenn ihr nicht spoilern würdet. Das wäre echt super, das würde mich sehr freuen. Das mag ich überhaupt nicht. Vor allem, ich habe den Vorteil, ich kenne das Spiel, wie gesagt. Aber bitte, 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 nicht spoilern. Es hätte sein können, dass ich die Mission nicht kenne und du spoilerst hier dann alles und die ganzen Aha-Effekte sind weg. Bitte, bitte, nicht tun. Das gilt für alle Spiele. Steht auch unten auf Twitch bei mir, bitte nichts spoilern. Das wäre super. Vielen Dank. So, wie viele Wurst sind zwischen uns und dem Kontrollraum? Ja, es klingt alles sehr einleuchtend hier. More than the two of us can safely engage. Defeat would be certain. However, if we restore main power, we can use the station's automated defenses to even the odds, if we can avoid being targeted by them ourselves. I understand you have extensive combat experience. Do you have any suggestions? Okay, wir sollten zum Generatorraum gehen. Carl sagte, sie hätte ein Schiff im Orbit. Könnte es helfen? Sie hätten ein Schiff im Orbit, so rum. Also ich glaube, ja, wir müssen zum Generator auf jeden Fall. Wir können bestimmt Verteidigungssysteme oder so wieder aktivieren. I have attempted to hail them, but received no response.
The ship's shields and hull plating are designed to withstand the extreme amounts of heat, pressure, and radiation generated by this sphere's star. However, it is a prototype vessel on its first voyage. There were several unexpected system failures. The communications array must be among them. Vielleicht sollten wir die Tests einfach erweitern, bevor man das Schiff in so eine Mission schickt. Das wäre vielleicht auch ganz clever. The ship has retreated to a safe location to make repairs. Until they are able to complete them, they will not be able to assist us. Okay, dann sollten wir zum Generatorraum gehen. We're moving away from the Voth, right? Nein. Wir laufen direkt auf sie zu. Oh, hier sind die ganzen toten Offiziere im Übrigen. Gibt's was? Dieser Voth wurde von den automatisierten Verteidigungsanlagen getötet. Dem Offizier kann nicht geholfen werden. Seine Wunden sind zu schwer. Schade. Kann mir noch jemand scannen? Ich weiß gar nicht, wie viele man hier scannen konnte. Ich weiß es nicht.